Ja, Norbert Goldsmann, Kollege, super Norbert, hat's geschafft hier, ist hereingekommen. Rudolf Egleser, Roland Laps, Thomas Zitze, Wolfgang Gastgeber, Christina Böhler hat's geschafft, Harry Möck und Silvan Fuchs unter anderem, Thomas Stein, Gratulation und wieder zu dir. Moment, Sie mal so schöne Blumen haben wollen, die Blumen gibt's bei Rosenweiben übrigens, diese tollen Blumen. Dankeschön an die Damen, viel Erfolg, danke, dass ihr dabei wart. Bei den Herren, wir dürfen klatschen, die Bühne darf man klatschen wieder mal. Bei den Herren kommen wir zum Platz Nummer 3 da. Gratuliere recht herzlich dem Ottmar Nagel Blum Laufteam. Ottmar Nagel, bist du hier bei uns? Ottmar Nagel. Oh, so ist es. Platz Nummer 2, einen Applaus für Nando Baumann. Nando Baumann. Platz Nummer 2 für Nando Baumann. Und erstplatzierter Sieger des KingFit Halbmarathons startet für die TGS Heilbronn. Applaus für Benedikt Hoffmann. 1 Stunde 8:50. So. Nando Baumann und Ottmar Nagel. Auch hier gibt es wieder ein tolles Set von Aqua Presen und für den Sieger zwei tolle Karten für Carmen bei uns auf der Fischbühne. Und von Erdinger wieder ein schönes alkoholfreies Bier. Ja, Gratulation, Sieglinde Köb, eine weitere Vorarlbergerin, hat den Marathon gerade fertig absolviert. Gratulation, im Wald läuft's. Da gerade immer recht herzlich, ganz toll gemacht. In wenigen Minuten, knapp 7 Minuten, dann die Siegerehrung zum nächsten Wettbewerb, zum VNT-Wettbewerb, Power von der Wirtschaftskammer. Mit zweimal kann der Zettel runter. Schau, da werden Sie dann gefeiert, deine Athleten. Wir klatschen nochmals für unsere Sieger des Skinfit Halbmarathons. Komplimentation, bis gleich. Zur Siegerehrung des Verein, Teambewerb powered bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Dann dürfen wir bei uns den Sportchef der Verein begrüßen, Christian Adam, und unseren K-Chef Robert Kühn. Tja, und Andrea Lipsch mittlerweile, Nina Scherf, Erik Zimbura, Andreas Kreuzer, Janine Berg, Janine Bergle, Reinhold Pötz, Pippa Pautz, Marco Sendera. Gratulation, Finisher! Eingetroffen bei uns. Und dann kommt schon der nächste. Es geht noch lange, lange bei uns. 3 Stunden 40, die Marathonläufer. Jochen Horn eingetroffen. Gratulation für die tollen Leistungen. Jeder Einzelne, der bei uns hier reinkommt, ist bei uns ein großer Sieger. Wir begrüßen unter anderem jetzt den Ziel. Jörg Bau, Hans-Peter Oberhofer. Werner Bruckner, Martin Graber, ihr seid alles absolute Stars. Stella Lulia Hatzel, Uwe Gerstenmeier, Vanessa Klotz, Michel Otz eingetroffen. Wir begrüßen Thomas Hoffmann, Markus Kindler, Marius Dukas, Arndt Willers, Christian, was tust du noch? Thomas Daramikola. Marlene Mitterecker, Thomas Litos, Valentinos Kostinas, Michael Bussur, Kerstin Meyer, Werner Freiberger, Bernhard Richter, Manuel Bikowski, Robert Fasthuber und Andreas Kromm hat es ebenfalls geschafft. Wir sind der Wahnsinn. Danke, der Pacemaker natürlich. Gratulation an Philipp, sensationelle Leistung. Ja, Gratulation an Martin Pustelnik. Philipp Stumpf haben wir schon erwähnt. Hey, Brother. Schön. Tja, unser Skinfit-Maskottchen, immer gut drauf,
Tanzer, Martin Jäger, falls Sie auch die Sparkasse. Sensationelles Event wieder. Tut ein bisschen leiser mal, Martin. Es hört mir nicht zwar alt, aber gewaltig als Zimmer. Es tut der Freude keinen Nachdruck. Sensationeller Event, gestern traumhaft, hört wieder spektakulär, tolle Leistungen. Und du auch eine super Leistung. Danke, Martin. Ich bin zufrieden. Unglaublich. Nein, nein. Speziell dieses Gefühl hier reinzulaufen. Alexandra Horvath, Philipp Hafner, wir gratulieren euch. Wir sind eine Klasse. Es gibt die Marathon-Staatsmeisterschaften. VN Halbmarathon. Also im Zielbewerb, ins Nordde, Siegerehrungen. Dann haben wir hier im Ziel begrüßen wir Gundula Freitags, bravo Gundula, Barbara Fabrizio aus Italien, bravo Barbara. Wir begrüßen Matthias Jörger und Margarete Strom. Alle hier bei uns im Ziel. Wir freuen uns über jeden Finisher und auch die Nächsten, die ins Ziel reinkommen. Bart Kowalinski, Marc Hohmann, Margarita Weber und viele, viele mehr. Schön, dass ihr alle hier bei uns seid. Christian Unterreiner, Walner Michael. Auf den letzten Metern auch bei uns. Andrea Merck. Hallo Andrea, hallo Winfried. Und hallo Daniel. Ja super, ja, echt spitze sind wir. Alle Zimmer noch. Helmut Kleubhofer ist eingetroffen. Die Nummer 777. Wow. Eine Glückszahl schlechthin für Samuel Wille. Super Schwitz, Hauptschwitz. Wo ein Wille da ist. Ja, genau. Heute Abend spielt die Schweiz gegen Portugal. Wenn sie dort Punkt holen, sind sie bei der Weltmeisterschaft. Ja, das kriegt doch Menschen nur nicht aus. Wir reden vom Fußball. Ja, Leute. Andrea Herbst, Emmy Helle. Florito Huber, Marcel Huber, Hubert Pinkus, Saskia Seifert, Firi Malaun. Wir sind alle Weltklasse. Spitze. Jetzt kommt noch wieder in Waldläuferin. Da schauen wir mal. Wer ist das? Wer könnte das sein? Das ist Karin Plachy. Dann haben wir Hubert Natter, Michael Pötzenberger. Dann haben wir die Annette Pollerer gehabt, Zobi Dindl. Markus Lehn und William Moore Johnson. Florian Roos eingetroffen. Gratulation, ihr seid absolute Klasse. So, der neue Norbert Langenecker gibt sie. Bravo, Norbert. Und die letzten Meter hier über die Ziele. Kommt dann mit letzter Kraft Martin Osterberg-Seitz. Super Martin. Und dann dahinter im Halbmarathon Elfriede Stracker und Wolfgang Speckle. Bravo Wolfi. Christian Zumbündi, Simone Grabschafter. Ramona Wager und Florian Weigert sowie Nathanael Brendi. Sehr reiner, Wahnsinn, sehr reiner Früh. Gewaltige Leistung. Dombo Leo. Zwei Landsleute von dir. China! Hey, China, welcome! Wir sind fertig, Stoff. Dann haben wir die Maria Andreas, Dietmar Kotzner und der Pacemaker. Danke, super. So, dann haben wir werden. Ist das schön. Romy Michael. Und Abschied Gunnarsson Eisland. Isländer wieder sehr stark heute hier mit dabei. Und Matthias Außerbrunner auch ins Ziel gekommen. Hat seinen Halbmarathon beenden können. In wie lange hat er gebraucht? 3 Stunden. Wahnsinn. Aber 3 Stunden. Hart unterwegs. Okay. Ich denke, er hat nur 3 Stunden gebraucht. Unglaublich. Alle hier bei uns im Ziel. Herzlich willkommen. Stefan Franz, Hader, Rutzajak und Klaus Lanzinger. Und die Kosmas, also der Lars Kosmas. Tiefmann und Annika Kögel. Bravo, Annika. Annika, super. Wir können stolz sein. Wir sind stolz auf jeden Finisher hier bei uns. Wartestum ist der nächste Finisher im Zirkus.
Ich warte auf jeden Fall, dazwischen haben wir noch ein paar Siegerehrungen, aber dieses bleibt hier bis in der Letzte, die letzte zu ist. Ja, es war aber wie jedes Jahr eine riesen Party beim Letzten und bei der Letzten. Am Schluss ist noch da, mit Telko, der Böckle und so Künstler. Ja, und da, Robert Köln auch immer, also Kati ist immer mit dabei. Bravo, Arnig, also Erik Trommler und der, die Kerstin Trommler. Super, ihr zwei. Bravo! Familie Trommler. Ja, lieben deutsche Land. Vorwärts Zwickau. Na dann bitte. Hey, Schnitzers. Kommt an, ja? Und Couch. Können wir mal für einen kurzen Zwischenapplaus haben von der Bühne? Ein Applaus für unsere Finisher! Sensationell. Ich bin so stolz auf euch alle. Marita Gitsch, Paul Rosenfeld, Frederik Neuberg aus Frankreich, Johannes Arzt und Paulus Klemeyer. Also, dann in Gelb. Wer sind die Damen in Gelb? Wer sind die beiden? Wir klatschen für unsere Damen in Gelb. Hey Ladies, so hey, auf geht's. Weltklasse. Es ist niemand geringerer als Ingrid Hopfinger und Martina Eckbauer. Bravo, ihr zwei. Kurz dahinter Toni Britze. Ja, Klaus Hohentraufer bei uns, Klaus Latasch. Und dann Hans-Dieter Steinberger, Günter Schneider. Und dann kommt Bianca Walzer bei uns hier rein. Hey Bianca, du bist einfach unglaublich. Jetzt muss ich schnell drucken noch, ja? Mach das. Also, erster Marathon von der Bianca. Hey, mega. Bravo, bravo, bravo. Super Leistung. Gewaltig. Eine der besten und schnellsten Läuferinnen, die wir hier im Fahrwerk über die Mittelstrecke gehabt haben. Und jetzt Bianca Walzer, ihren ersten Marathon beendet. Dann aus Griechenland. Georgia Coletta aus Island, Sigurdur Benningsson aus Deutschland, Heidi Wirr-Ibel und Stefan Tanzinger. Und jetzt ein bisschen easy, aber da, feiner Sound, spielt ein bisschen lauter. Ja, das ist geil. Wir begrüßen unter anderem den Rüdiger, den Ralf und den Matthias. Schau, da kommt er immer hereingelaufen. Wieder auf 413. Das kann nur der Stefan sein. Jawohl. Dann haben wir Anne, Katrin, Straßburger Pollack und Rainer Wöhlhofner. Und Holger Stitz und Anne Katrin Straßburger. Haben wir schon. Wir begrüßen Dietzmar Heider. Spitzenleistung super. Die nächsten beiden, die hereinkommen. Wir begrüßen unter anderem bei uns im Ziel Markus Santamel und Sebastian Hauff. Wir begrüßen Leo Kaino und Jonas Dörfler, Stefan Gorgason, Konrad Buchauer. Bravo, gewaltig. Wir sind der Meinung, ihr seid alle Spitze. Isländer, gestern waren Sie dabei beim Hemmerlicker Film Breakfast Run. Alles im Aufwärmen kann man sagen. 70 Teilnehmer und sehr zufrieden. Wir gratulieren der nächsten Finisherin im Marathon mit 3 Stunden 49, Marianne Freimann. Bravo, uns gefolgt Bettina Warte. Bravo, Bettina. Das ist ein Wahnsinn. Geile Party hier in Regens. In Kürze dann die Siegerehrung des Freundes. Ein super DJ. Zum ersten Mal ein Schweizer an den Regler. Wahnsinn. Das ist DJ Milchi alias Benny. Schweizer Nationalfeiertag. Wir begrüßen unter anderem den Team Johannes Herbst, David Gott, Christian Keller, Marvin Amann und Fix Müller. Wir begrüßen Richard Weibel aus Frankreich. Bravo, Richard. Und den Mario. Iris Kolasch und Mario Huber. Bravo. Da kommt schon der Nächste. Super Maestro. Den Mann begrüßen wir hier, seine Herzliste. Und das ist Markus Binder. Bravo, Markus. Hey, Finisher! Und das nach 3 Stunden 49. Eine Weltklasse-Leistung. Harry,
Öksche ist dabei, ist Sektor. Nächster Gritter wieder Harry Steger. Jetzt muss am Andi Fuss den Titel wieder abjagen. Da ist im Ziel Robin Schubert, Thorsten Spitz und Thomas Strack. Gratulation, meine Herren. Wo ist Mike Metenko? Robert Kühn. Wir begrüßen Andreas Jacobi im Ziel nach 3 Stunden 51. Da kommen die nächsten beiden. Sensationell, Gratulation an Melissa Heiko und Fabian Fausch. Das ist der Schwitz, schau, ganz kontrolliert. Jetzt sind wir schon 2 Schwitzer. Konstanze Gebauer, super Konstanze, der Wahnsinn. Dann begrüßen wir from Iceland, welcome. Herrn Dies Christin dort hier. Schön. A nice name from Iceland. Und das ist was wir haben. Same. Ja, das ist ein wunderschöner Song. Ja? Wir begrüßen im Ziel Franz Dörner und Marc Schaman. Der ist, oh, wir kämpfen. Kommt der rein, der Marc. Gratulation. Hol dir deine Goldmedaille von den jungen Damen ab, die da mithelfen. Und schauen wir mal, wer das alles ist. Da oben, Marc, deine Medaille wartet. Du bist wer? Die Marisa. Und du? Aurelia. Schön, Angelina. Papa. Ja, das ist wunderbar. Hast du wieder eine Medaille noch? Komm, ich nehme eine mit. Ja, wer bist du? Lisa. Die Lisa und? Chiara. Chiara und? Clara. Sind in ihrem Verein? Ja. Wella? Turnerschaft Hörbrands. Turnerschaft Hörbrands. Das ist schön. Ja, Turner da mit Medaille umhängen. Bravo, Herr Linde. Wahnsinn. Bravo, Ludwig. Bravo, Marc Rocher. Super. Medaille kann man gleich abholen. Super, Hannes. Lauter im Wahn läuft es, Athletinnen. Da haben wir die Doris. Bravo, Doris. Bravo, Claudia. Gewaltige Geschichte. Gratulation. Auch den nächsten. Lisa Maria. Der Benedikt Hellwagen. Manuela Röder eingetroffen. Gregor Bauer. Carsten Klausen. Allesamt sind sie hier. Ich habe die Liste inzwischen, Martin. Wir schreiten zur Siegerehrung des VN-Team-Wettbewerbs. Kurz, weil eine Kollegin meines Vereins, UEC Blumenz, eingetroffen ist. Irene Buchmeier, und damit zu dir. Da darf ich zu mir offiziell auf die Bühne bitten, den Vereinssportchef Christian Adam im Namen der Vereine und den Veranstalter OK-Chef Robert Kühn, beide Herren mal, bitte zu mir, denn wir kommen jetzt zur Verkündung des Ergebnisses des vorigen Teambewerbs, männlich, weiblich und mixt. Herzlich willkommen, die Herren, einmal links, einmal rechts. Christian Adam, Verein, Sportchef. Wenn man so eine Veranstaltung hier im Lände mal hat, und da kann man, glaube ich, stolz drauf sein, ist man da als sportverantwortlicher Verein auch stolz drauf? Ja, wir haben die Veranstaltung ja schon länger, und ich sage immer, wer einmal beim Marathon auf der Strecke steht und die Läufer und die Läuferinnen sieht oder dann im Stadion die Zieleinkünfte sieht, der weiß, warum diese Veranstaltung diesen Stellenwert hat, den wir ihnen geben wollen. Länderübergreifend kann man wirklich sagen, Deutschland, Österreich und Schweiz heute ja mit den Staatsmeisterschaften dabei. Ich glaube, da werden wir wieder einiges zu lesen bekommen in den Vereinen. Dafür sind wir da. Garantieren wir. Sehr schön, das hört man gern. Robert Kühn, als OK-Chef, würde sagen, wir starten jetzt gleich hinein in die Siegerehrungen und kommen zu den tollen Teamwettbewerbs der Teams der Weiblichen. Da geht Platz Nummer 3 an The Beauties and the Beast mit Anita Kegel, Waltraud Muck und Leonie Kegel. Sind Sie hier? The Beauties and the Beast 1, um genau zu sein. Wo sind Sie? Beauty and the Beast 1 mit Anita Kegel, Waltraud Buckel und Buck und Leonie Kegel. Platz Nummer 2 geht an die AMI Innovation Runners 1. AMI Innovation Runners 1 mit Carmen Berthold, Sabina Husic und Veronika Harbisch. AMI Innovative Runners 1. Wo sind die Damen? Auch nicht da.
Platz Nummer 1 geht an Tierbewerb, geht an DUA, DUA 1-1. Haben wir die da? Und zwar, das sind Eva Kukurite, Pia Epple und Raffaela Hitsch. Wo sind denn die alle? Ha, alle im Zelt am Fischen, alle am Feiern. Also, wir rufen nochmal auf. Die Teams DUA 1-1, IMI Innovation Runners 1 und The Beauty and the Beast 1. Sonst kommen wir zu den Herren. Bei den Herren Platz Nummer 3 geht an. Bei deiner Running Team 1 mit Ralf Hartmann, Peter Summer und Lauren Harrau. Ah, die haben wir da. Spitze, das ist super. Platz Nummer 3, Platz Nummer 2 geht an die Agentur Buchter 1. Agentur Buchter 1 mit Raimund Hiller, Gerald Buchter und Christian Steurer. Jedes Jahr sind wir dabei. Ich weiß, Spitzenleistung von euch. Ja, super. Zwei, ihr dürft noch. Ah, leider, für eins hat sie nicht ganz sauer. Und Platz Nummer 1 geht an das Kindfit Racing Dream Team 1 mit Paul Reitmeier, Martin Bader und Roman Deisenhofer. Wir gratulieren recht herzlich diesen drei Teams, die den Verein Team Wettbewerb bestritten haben. Bei der ILA Running Team, Agentur Buchter und das Kingfit Racing Street Team. Da gibt es eine Medaille, Pokal. Haben wir noch ein Gruppenfoto, aber ich verschleife mal noch. Wir begrüßen weitere Finisher bei uns hier im Ziel. Herzlich willkommen. Ein Gruppenfoto noch gemeinsam für die VN. Morgen. Applaus für das Kingfit Racing Team, Agentur Buchter und Vanilla Running Team. Jetzt kommen wir zu dem Mixed. Dankeschön, die Herren, super gemacht. Spitzenmäßig. Wir kommen zu den Mixteams. Platz Nummer 3, Verein Teambewerb bei den Mixed, geht an SwissCan 2 mit Robert Strobel, Sibylle Bauer und Franziska Moser. Haben wir sie hier, SwissCan 2. Platz Nummer 2 geht an Neuro 4 läuft. Neuro 4 läuft mit Stefan Meyer. Kovac mit Werner Meer und mit Caroline Rabeik-Buhr. Yes. Ich bin ganz alleine da. Robert, komm mal zu mir. Ich fühle mich so alleine. Sogar der Vereinteamchef ist schon gegangen. Also, Euro 4 läuft. Versuchen wir noch. Und Platz Nummer 1 geht an XOM 1 mit Matthias Hehle, Ottmar Meusburger und Xenia Hehle. Xenia Hele, Ottmar Meusburger, Matthias Hele, kurz XOM1. Wir haben Corona, hier gehört, aber sind vermutlich nicht da. Ja, dann trink mir noch das. Trink mir das Bier, das reicht noch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns alle bitte, egal was für ein Wetter ist, um 15 Uhr zur Siegerehrung der Sparkasse der Rennmarathons. Und jetzt kommen wir noch zur Ziehung der Stichzahl, denn jetzt haben wir noch einen Preis, das ich vergiss. Bernd Kämisch, gib mal kurz alles rauf. Wir ziehen jetzt eine Glückszahl. Und mit dieser Glückszahl kann man was gewinnen? Einen Flug von Memmingen nach Stockholm für drei Personen. Mit der Übernachtung? Ja, leider nicht. Also die Übernachtung ist nicht dabei, aber der Flug ist auf alle. Ah, super. Und das Ganze mit der Ryanair und der Preis wurde vom Allgäu Airport in Memmingen zur Verfügung gestellt. Und dazu ziehen wir jetzt eine Glückszahl. Mach ich das. Wir ziehen die Zeit und wir schauen nochmal, wer dieser Zeit am nächsten kommt. Das heißt, wir ziehen zuerst die Stunden, die 10er Minuten und die normalen Minuten und dann gucken wir mal bei Mika Timing, welches Team dieser Zeit am nächsten kommt und dieses Ding. Genau. Also, ja. Ich habe mal die Stunden hier. Die Stunden machen wir auf, dann ziehe ich das mal.
Aber komm, wir holen mal jemanden von der Zeit nehmen. Oder? Dürfen wir die Glücksfehler? Du bist die Sandra, ja? Sandra, komm mal zu uns, du machst uns die Glücksfehler und du ziehst jetzt da eine Zahl mit dir raus. Das ist die Stundenzahl. Die Stundenzahl lautet 2. Also alle mit 2 Stunden sind schon mal gut dabei. Dann machen wir die 1er, die haben wir da. Die 10er natürlich, die 10er. 2 Stunden und 2. Also 2 Stunden und 2. 20, ja genau. Ich bin Kapis, oder? Ja. Und dann schauen wir mal, wie er dann auf der Minute landen wird. Ich nutze 2 Stunden und 25. 2 Stunden 25 ist die nächste Frage, diese Glückszeit. Da schauen wir dann, wer der Sieger ist und der immer noch durch. Machen wir das gleich schon. Also wir suchen es raus und sind dann gleich zurück. 2 Stunden 25 für einen Flug, 3 Personen nach Stockholm. Das ist ganz krass. Für den Spaß. Sind wir gespannt, wer. Martin, wie schaut es bei dir aus? Kommen noch Finisher zu uns herein. Jede Menge Finisher auf dem Weg ins Ziel. Wir begrüßen unsere Sportler nochmal mit einem großen Zwischenapplaus. Kommt, meine Damen und Herren, auf die Bühne. Das halten wir durch. Nur noch 3 Stunden. Maximal. Ja, solange du durchhaltest, noch nichts. Also Hubert Nagel, Wolfgang Zenner, Carsten Rhein-Eber, Uwe Hinderer, Johannes Kiederlen, Johannes Trage, Kirsten Geis, Claudia Hassert, Ideo Fantini, Dirk Len Alliance, Slava Babek und Uwe Rotze unter anderem sind gerade eingetroffen. Sensationell. Gratulation. Danke, Mike. Danke. Danke, Martin. Wir begrüßen Yvonne Knill, Dubs, Uster, Schwitz. Hopp, Schwitz. Super. Schweiz ist Weltklasse. Thorsten, du bist bereits hier. 100. Marathon von Thorsten. Wie noch mehr? Wo kommst du? Aus der Nähe von Freiburg. Hey, Freiburg, haben wir auch schon gehört. Engagierte Fußballmannschaft. Irgendwann habe ich es mal gehört. SC Freiburg. Wie viele? 100? 100. Marathon. 100. Marathon. Ja, du mal hier. Und der 100. Ja, also, der 200. Jahr wieder hier. So, Quizfrage. Ja. Wie viele Kilometer hat er insgesamt gerannt? In dem Marathon? Insgesamt? Ja, Kilometer, oder? Ja, natürlich Kilometer. 4200. Ja, super. Arbeit. 25 Ultraläufer waren dabei. Ja, ja. Ja, wir reden jetzt nur von 100. Ja, von den kleinen in dem Fall. Wir sind normal, müssen wir schon da bleiben. Ja. Also. Gratulation euch zwei. Aus Freiburg, gewaltig. Dann nochmal Stefanie Marun, Monika Stackel, Roche Moser, Hermann Kohlreiter und David Metzler bei uns im Team. Wir warten noch auf den Namen des Gewinners für unseren Flug nach Stockholm. 2 Stunden. Achso, 6 schnell. 2 Stunden 25. Viktor Konaj und Gabor Szelej aus Ungarn sind für uns im Ziel. Ja? Die schnellsten Ungarn heute, weil die ersten. Renata Namenova, Richard Jall und Christoph Matt und Ralf Böhme eingetroffen. Jetzt haben wir ein ganzes Brückchen. Hier kommt der Marcel Huber, Lino Biri, Markus Roy, du Junge, du. Unglaublich. David Brambert, Gregory Seles, Patricia Kedro, Dan Foley, from USA. Bravo. Welcome. Ja, 3 Amerikaner. Denken uns weiter mit Uwe Traun aus Deutschland. Von der LG Steinlach-Zollern, Peter Kein und Ute Kein. Bravo, ihr zwei. Super. Und da kommen immer noch weitere Läuferinnen, weitere Finisher rein ins Team. Und das Publikum nach wie vor, trotz ein bisschen kalter Stimmung. Sensationelle Stimmung bei uns. Kassian Reim, Angelika Meyer eingetroffen. Unter anderem Amelie Krufe-Bill aus Estland, bitte.
Dann haben wir mit der 940 Gerhard Siebeler und Hanna Deck, die nächste Schweizerin. Jetzt darf ich den Gutschein verschenken für einen Flug für 3 Personen nach Stockholm. Das ist schön. Zunächst begrüßen wir noch die Simone Himmrich und Bo Zi Su aus Taipei. Das ist schön, from Taipei. You're welcome. Martin, du wirst es nicht glauben, vorher haben wir sie auf der Bühne gehabt und jetzt dürfen sie nochmal zu uns kommen. Ich hoffe, sie hören uns, denn einen Flug gewinnt das Team Badeila Running Team 1 mit Ralf Hartmann, Peter Sommer und Lauren Haar. Es ist ein geiles Team. Wir haben Bergläufer, das sind coole Typen. Kommt aus dem Oberland. Hey Jungs, es hat euch verdient. Hey. Die Badeila Runner sind der Wahnsinn. Sie erhalten einen Flug für die 3 Personen nach Stockholm mit einer Zeit von 2 Stunden 20 am nächsten dran. Also wirklich super. Hin- und Rückflug oder man sind Schweden lieber. Übergabe Bernd Klemisch, er ist verantwortlich für die ganzen Siegerehrungen hier. Und dann, jetzt gibt es den Preis. Gratulation an Karin und Rinaldo Manetsch. Mani, Kurt Nussbauer, super Kurt. Was sagen wir da für einen super Preis, ja? Badeila Running Team. Einen Flug für 3 Personen nach Stockholm. Werner Ulmer im Ziel eingetroffen. Wunderbare Stadt Stockholm. Wir gratulieren den Badeila Running Team mit Ralf Hartmann, Peter Sommer und Lauren Haar. Viel Spaß in Stockholm. Bringt zwei Gläser für mich mit. So, 15 Uhr, Siegerehrung, Marathon. Werner Ulmer, Fabien Boyer ist eingetroffen. Monika Schöppel begrüßen wir im Ziel. Dann haben wir weiters. Stefan Metzger 3, Sigrid Meurer, Claudia Heinz, ihr seid spitze. Super. Ein Wahnsinn. Beide kommen sie von der SV Weitersburg. So weit, komm mal die Oma. Dann haben wir im Ziel unter anderem jetzt die Johanna Kais, Friedrichsfeld, Gisli Iverson, Matthias Bartl, hey! Gisli, Wahnsinn! From Iceland, Christoph Ley und Helmut Fösler. Nächste Marathonläuferin, die Christine Esselbauer und Mie Kleber. So Martin, wie geht's ab? Kommen noch Läufer zu dir rein? Noch zu der Tür. Zu dir. Dann kommen ein paar hundert. Schau, Herr Preuze zum Beispiel. Wir begrüßen wen jetzt hier? Wir begrüßen den Nils. Einen NCU-Live-Aktiv. Wahnsinn, Nils. Und eine Dame, die Susanne Schoppi. Hallo Susanne. Vom Team Laufpro Team Kressbrock. Die sind jetzt... Schau, die nächste hübsche Dame, wo du hin rennst, sauber. Gewaltig. Da rennt sie rein, die Sabrina rennt. 4 Stunden, 8 Minuten ist super unterwegs. Und die nächste, die kommt, auch die kennen wir schon lange, nämlich die... Bernadette Sieghardtsleitner. Super, Bernie. Dann haben wir die nächste, die hier reinkommt. Wir gratulieren der Christine Lanzinger. Hallo Christine! Herzlich willkommen! HC Harab ist Ihr Verein. Jetzt kommen wir mal Mittagessen. Ja? Kommen wir jetzt, okay. Jetzt wird es Zeit für Mittagessen. Wir machen Königsbirne von der Mora. Wo hast du den Kaffee her, Martin? Das darf ich dir leider nicht sagen. Wo? Was ist denn das für ein Hämmerlenkaffee? Ein Hämmerlenkaffee. Wir begrüßen als nächstes Ralf Zimmermann. Super, Ralf. Hallo, Ralf, super. Seine Zeit 4 Stunden und 9 Minuten. Das richtige Sommerfeeling, Musikwetter. Ja. So, dann haben wir wieder 2 hier raus. 2 Kings, die hereinlaufen. Und diese beiden Kings heißen unter anderem
Ralf Zimmermann, Daniel Ballauf und Sebastian Bridget. Gratulation in 200. Dann die nächste beide. Manuel Zösch, Michael Zösch, Christoph Schulze, herzlich willkommen. Ja, ja, super. Matthias und Diebold, auch bei uns im Ziel, herzlich willkommen. Gewaltig. Auf den letzten Metern kommt jetzt zu uns in den Zielbereich Christian Halli. Gratulation. Der Schweizer hat es geschafft hier. Dann finished. Mit der 555, Robert Hoschek. Hallo Robert. Ja, hier sind alle super. Da kommt hereingelaufen. Die nächste Dame ist Heidi Hagart. Hallo Heidi. Und der nächste Herr in der gelben Jacke, das ist Tom Kretschmann. Hey Tom. Ist er gut? Bitte. Holger Dreier. Hallo Holger. Easy, cheesy. 4 Stunden 11. Wahnsinn. Stellt euch mal das vor. Ja, ich wäre nichts für mich. Respekt vor jeder einzelnen Leistung hier. Die nächste Dame im Ziel bekommt einen Sonderapplaus mit der Startnummer 600. Applaus für Anniko Fünfari aus Ungarn. Annika, super. Anniko. Wir begrüßen bei uns im Team Thomas Arolt und Albert Jekob. Und der hat heute Geburtstag. Den begrüßen wir, Albert. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Lieber. Happy Birthday to you. Es dauert eine Zeit, eine Runde. Ganzes Stadion. Wir gratulieren dem Albert. Cecco, Jahrgang. Das steht doch gar nicht da, ja. M70. Junger Bub. Herzlich willkommen Ziel. Roger Urbatz. Super, Roger. Uwe Klinger und Richard Buss. Sven Reinhold. Wenn's da bei uns. Hartmut Molnar und Conny Molnar, gewaltig. Gratulation. 4 Stunden 13 sind wir unterwegs. Sigurin Birgit, von dir und dann kommt der. Jacke Essen, Jake Essen. Und dann haben wir den Marc Hüffner. Herzlich willkommen. Welcome. Die beiden sind auch miteinander gelaufen, nämlich Melissa Martin und Björn Martin. Wahnsinn, Gratulation euch zwei. Christoph Krohn hier bei uns im Ziel. Und jetzt bei uns ebenfalls die nächste Dame, Heidi Lindqvist aus Finnland. Wahnsinn. Hello. Jetzt hat er so ein bisschen Kuschelmusik gehabt, ja. Ja, schon langsam. Es wird dunkle Sachen kuschen werden und wir gratulieren der Gerlinde Klamsch und auch dem Dirk Plattner. Endspurt heißt es hier für unsere Isländerin. Island, Toni Gertin Sorensen. Bravo. Und für Valentin Mihalkut. Bravo Valentin. Und Carsten Boos im Ziel. Auf den letzten Schritten hier, Jan Bo Jensen und Per Weber Andersen. Herzlich willkommen, Robert Eisenheld und Peter Sowala und Erika Heil. Die Erika hat den Marathon super absolviert. Hey Erika, absolut super. Schau mir diese Preise. Raphael Vetter, Elias Vetter, ist es keine Musik? Von Jesus Romero. Niemand kann mir die Türe. Der Bayerische Rundfunk ist auch da, schau. In Form von der Franziska Dittrich. Hallo Franziska. Wir begrüßen Bernd Keitner und Dieter Heidecker hat es auch geschafft. Nach 4 Stunden 15 ist er wieder zurück im Ziel. Zahnfrisch, Weber. Wir begrüßen Bente Moritz
Hey, Benze, Denmark! Great! Und wer kommt hier hereingelaufen? Auf den letzten Metern klatschen wir zusammen. Gleichlich. Das muss doch auf jeden Fall Karl Josef Lörg sein. Und der nächste, der bereits kommt, wir begrüßen hier bei uns, lieber Gelingeren als Eduard Amara und Dagar Dolan. Zadak Dolan from Ireland. Hey, welcome, man. Neun. Bravo, Noel. Viva la France. Die Iren haben, glaube ich, auch die Chance noch zur WM zu fahren. Ja? Die nächsten drei Finisher hier bei uns im Team begrüßen wir eben von einem großen Applaus. Das sind Thomas Liebing, René Hilb und Fabian Göring. Deutschland, Schweiz, Deutschland. Mit der Startnummer 1111 begrüßen wir den unvergleichlichen Tom Gillmann von der BSG Commerzbank. Schau, jetzt kommt wieder eine Dame, die freut sich. Das ist Wahnsinn. Stadion klatscht für unsere Finisherin im Marathon. Mit der Nummer 506 begrüßen wir. Jetzt kommt die Team Marina Janocha. Bravo, Marina. Schöne Momente. Feiner Sound. Angenehme Temperatur. Das ist Marathon im Regen. Die Sonne strahlt. Wir begrüßen den nächsten großen Sieger bei uns. Im Marathon mit der Startnummer 686. Herzlich willkommen, Josef Schlöger aus Heistadelwasser. Wir begrüßen mit der 1010 Andreas Holzer und Fridinis Sigura Dorin. Sigurd Stottir. Wir begrüßen mit der 730. Detlef Stenger. Deutschland. Hello, hallo. Wir begrüßen mit der 424. Den Michael und da kommt eine Dame mit. Mit der 311 Nadine Rübecke. Ein Applaus. Und Daniel Kemper. Auch der Sound kann sich hören lassen. Ja, das ist so geil. Kleine, feine Nachmittagsparty im Bregenzer Stadion. Wir begrüßen Robert Finzmeier und Steffen Weiß. 15 Uhr an die Siegerehrung. Marathon. Marathon. Sparkassenmarathon. Das ist schön. Ja. Jetzt kommt wieder ein Pulk von Läuferinnen und Läufern zu uns herein. Liebe Tribüne, einen großen Applaus für unsere nächsten Finisher! Wir begrüßen schnellen Schrittes unter anderem Lindsay Garner und Ray Newton. Hammond from USA. Hello! Hand in Hand auf die Ziellinie. Die Damen kennen Sie und mögen Sie hier sind. Tanja Crispin und Kerstin Lehmann. Herzlich willkommen! Wir begrüßen Marcel Landdeutsch, den Schweizer. Sowie Dieter Gröninger, Bastian Beer, Patrick Gabriel und Dennis Beer, allesamt aus Deutschland und Österreich. Gratulation. Oh yes. Unser Skinfit Löwe begrüßt jeden Einzelnen da draußen. Und tanzt herum. Schau, wie da das Becken wackelt. Shake it, baby. Oh yes. Oh, yes. Wir begrüßen zwischen uns im Ziel Thomas Breger, Gottfried Schweiger. Herzlich willkommen, Gratulation. Dietrich Rettland. Was für Leistungen. Unter anderem von Uwe Lehmann. Und da kommen gemeinsam Messi und Christina McGyver, Marcelli. Und Johannes Brandl. USA und Germany. Wie ist die Stimmung auf der Bühne? Stimmung ist gut? Ja, wir gehen noch, kommt noch. Wir haben nur noch 3 Stunden durchzuhalten. Das machen wir locker. Das Wetter ist schön. Es gibt Schlimmeres. Heilige Rotchen. Aua, warte so schnell. Im Wald läuft's, begrüßen wir. Super schnell Sabine Schönberger. Und Karin Sommer. Ein roter Seidewitz
Heidrun Zeitowitz, möge bitte zum Mikrofon kommen. Wir begrüßen Stefan Meissner und Rudolf Lotzki. Herzlich willkommen. Und wir begrüßen gemeinsam Andreas Wohlvater sowie Rebecca Wohlvater. Gefolgt von Daria Janocha und Johanna. Vladimir Stottier aus Island und Sascha Wemerka. Gewaltig, super, mega. Ja, aber jetzt, hey. Ja, jetzt haben wir noch die Beaches. Aus China, welcome from China. Shuyu Chen. Was für feiner Sound. China, you welcome. Lachschätz begrüßen wir Dieter Lepstein und Carina Hein, herzlich willkommen. Welcome Carina from you. Sie hat's geschafft. Hey. Welcome. Dieter Lepstein ist fertig. Hey Dieter, super. Junge, hat's geschafft, Dieter. 4 Stunden 20, 21. Ja, schaut's besser aus wie vor dem Start. Dieter. Jetzt bei uns im Ziel einen großen Applaus für Olaf Hagen. Olaf, wir begrüßen drei tolle Athleten, nämlich Anja Göbel, Veit Kitzig und Eva Müche, sowie Hans Eisinger, Jean-Paul Klerk. Jean-Paul Klerk aus Rackhals. Vorschub. Um 15 Uhr die Siegerehrung zum Marathon. Und da holen wir nochmal also unsere Kräfte heraus und applaudieren für die Siegerinnen und Sieger des Sparkasse Rennen Marathons. Jetzt heißen wir im Ziel willkommen. Und Judith Siebel! Bravo Judith! Bravo Italia! Ivana Jozia! Zweiter Platz zum Kontoposter! Wir begrüßen mit der Nummer 2377 Francisco Reinhard Silveira aus Brasilien. Da kommt der Nummer 333, unverkennbar. Das ist Armin Müller-Patz. Bravo Armin. Schau dir den Brasilianer an, Tom. Es kann nicht sein erster Marathon sein. Wahrscheinlich der 500. Wir begrüßen zurück im Ziel Gesa Müller von Sweden. Bravo Gesa. Im Wald Leipz mit der Nummer 66. Peter Feuerstein. Ich gehe jetzt mal zum Skinfit-Löwen auf die Strecke. Der ganze Tanzer. Und schau, was der da macht. Herzlich willkommen, Petra. Und die Patricia gleich eingetroffen. Petra Zachary. Super, super, super. Fabiana und Edison und Ronnie, herzlich willkommen. Ebenso die Maria. Ihr seid gewaltig. Hallo Christoph. Läuft's, oder? Wir waren da tanzt, der macht Spaß. Stimmung super, oder? Und ein Spaß, ja, regelmäßig. Alles warm oder gut stimmt? Moment, was? Sehr gut, herzlich willkommen, der Martin. Ja, der Martin ist schon Wahnsinn. Hey Martin, gewaltige Leistung. Jetzt beim ORF-Bogen, herzlichen Applaus für Heinz Georg. Ja, zunächst im Ziel. Schau mal, Martin Graf. Und jetzt kommt der Heinz Georg. Auf den letzten Metern zieht er nochmal durch hier. Bravo, starke Leistung. Und damit begrüßen wir Heinz Georg Lamperts. Und wir sind eingetroffen. Beim Skinfit-Bogen heißt jetzt Hallo für Uwe. Den schicke ich zu dir und ich schicke dir ebenfalls zu dir den Jörg. Hallo Jörg. Falsch bei dir im Ziel auf den letzten Metern. Jörg, hallo. Dann geht's nochmal alles. Warte mal, Uwe, stell ihn. Heinz-Georg Lamperts, um es zu vervollständigen. Jetzt gib mir ein bisschen Gas rein, ich mach die Menge. Herzlich willkommen, Nadine und Friedrich Endspurt, wir schicken sie ins Ziel.
Kommen die beiden hereingelaufen. Wir begrüßen recht herzlich Friedrich Dreier und Nadine Schuster. Sehen Sie, gleich dahinter begrüßen wir Christine Stach. Ich schicke zu dir die Sabine, die Silvia, den Jens Uwe und den Markus. Danke, Markus. Die nächste Dame. Der Christian Glaser. Herzlich willkommen, Christian. Auf geht's. Endspurt für dich. Hopschwitz, Hopschwitz. Als Andreas Allensbach, Jens Uwe Börner, Sabine Börner, Silvia Köhn, Anna-Sophia Lilling, Markus Leipitz. Wahnsinn, Gratulation, super. Und die Lachen, die haben ein Lachen im Gesicht. Ich schicke den Michael, schicke ich dir. Und noch. Auf den letzten Meter, den Check. Christian Klaas von der Feuerwehr Harz. Wir begrüßen die Norma Plattert und Michael Reinhardt. Wahnsinn, bravo! Jetzt bei dir in Kürze die nächste Dame hier. Welcome! Einen großen Applaus für G! Ja, die Norma Plattert, Jack Chandler von Great Britain und Holger Fuchs ebenfalls sind sie. Da haben wir die Svenny Skupelstadt hier from Iceland. Aus Yapa from Japan, Chiba Kita. Frankreich, Krabbenröhrer. Der Werner ist auf dem Weg zu mir. Der Werner, das ist schön. Die Kathi und der Robert. Bravo, Günther Eigner, Tobias Müller, Markus Baumgartner. Spitze. Wir klatschen für die Julia auf die letzten Meter. Und für Elmar. Auf geht's, Elmar. Julia, Julia. Da kommt sie reingelaufen. Zuvor Werner Janssen. Ja, Norbert Goldsmann, Kollege, super Norbert, hat es geschafft hier, ist hereingekommen. Rudolf Egleser, Roland Laps, Thomas Zipse, Wolfgang Gastgeber, Christina Böhler hat es geschafft, Harry Möck und Silvan Fuchs unter anderem, Thomas Stein, Gratulation und wieder zu dir. Moment, Sie mal so schöne Blumen haben wollen, die Blumen gibt es bei Rosenweiben übrigens, diese tollen Blumen. Dankeschön an die Damen, viel Erfolg, danke, dass ihr dabei wart. Bei den Herren, wir dürfen klatschen, die Bühne darf man klatschen wieder mal. Bei den Herren kommen wir zum Platz Nummer 3 da. Gratuliere recht herzlich dem Ottmar Nagel Blum Laufteam. Ottmar Nagel, bist du hier bei uns? Ottmar Nagel. Oh, so ist es. Platz Nummer 2, einen Applaus für Nando Baumann. Nando Baumann. Platz Nummer 2 für Nando Baumann. Und erstplatzierter Sieger des KingFit Halbmarathons startet für die TGS Heilbronn. Applaus für Benedikt Hoffmann. 1 Stunde 8:50. So. Benedikt Hoffmann, Nando Baumann und Ottmar Nagel. Auch hier gibt es wieder ein tolles Set von Aqua Presen und für den Sieger zwei tolle Karten für Carmen bei uns auf der Fischbühne. Und von Erdinger wieder ein schönes alkoholfreies Bier. Ja, Gratulation, Siglinde Köhm, eine weitere Fahrerbergerin, hat den Marathon gerade fertig absolviert. Gratulation, im Wald läuft's. Da gerade immer recht herzlich, ganz toll gemacht. In wenigen Minuten, in knapp 7 Minuten, dann die Siegerehrung zum nächsten Wettbewerb, zum VNT-Wettbewerb, Power von der Wirtschaftskammer. Mit zweimal kann der Zettel runter. Schau, da werden Sie dann gefeiert, deine Athleten. Wir klatschen nochmals für unsere Sieger des Skillfield Halbmarathons. Komplimentation, bis gleich. Zur Siegerehrung des Verein, Teambewerb powered bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Da dürfen wir bei uns den Sportchef der Verein begrüßen, Christian Adam, und unseren K-Chef Robert Kühn.
Katja und Andrea Lipsch mittlerweile, Nina Scherf, Erik Simura, Andreas Kreuzer, Janina Berke, Janina Berke, Reinhold Pötz, Pippa Pautz, Marco Sendera. Gratulation, Finisher, eingetroffen bei uns. Und dann kommt schon der Nächste. Es geht noch lange, lange bei uns. 3 Stunden 40, die Marathonläufer. Jochen Horn eingetroffen. Gratulation für die tolle Leistung. Jeder Einzelne, der bei uns hier reinkommt, ist bei uns ein großer Sieger. Wir begrüßen, welcome from Iceland, Anna Björn Kautkal, Lovisa Stefansdottir, welcome Dominic Quantum, Great Britain. Und wir begrüßen die 390, eingetroffen im Ziel Arnold Benzer. Bravo Arnold, wir begrüßen Margot Sennebogen aus Deutschland. Super, bravo. Und lachend kommen zwei Marathonis herein. Herzliche Gratulation. Wir begrüßen gemeinsam Holger Seemüller und Alena Hallerbach. Spitze. Und Bettina Thorn. Bravo, Bettina. Wir kommen zum Siegerehrung der Sparkasse, der Renner Marathon. Ja, der Preisgewinner, der at the stage. Zur Siegerehrung der Sparkasse, der Renner Marathon, begrüße ich von mir auf der Bühne den Vorsitzenden der Sparkasse Bregenz, Magister Martin Jäger. Bitte komm mal kurz zu mir. Hallo Martin, noch frisch sind wir, gell? Martin, als Sponsor, Hauptsponsor dieser Sparkasse Renner Marathon, warum macht ihr sowas mit? Ja gut, wir sind eine Bank, die für Laufen steht. Wir sponsern über 22 Laufveranstaltungen in Vorarlberg. Wir haben das Laufen in unseren Genen. Und dieser Event ist unser wichtigster Event, unser tollster Event und hinter dem stehen wir zu 100%. Das hört man sehr gerne, schon auf die Uhr schon 4 Stunden 33 sind die Marathonen schon unterwegs. Was fühlt man da so? Also größte Hochachtung, ich freue mich für jeden Finisher und wir warten immer noch ein bisschen, es sind noch einige unterwegs und die feuern wir voll an und hoffen wir, dass sie nächstes Jahr wieder kommen. Wir bleiben bis zum Schluss, kommen jetzt zur Siegerehrung der Marathonis der Damen, würde ich sagen. Dazu bitte ich auch noch den OK-Chef Robert Küm zu uns und dann starten wir nämlich gleich hinein in die offizielle Siegerehrung. Platz Nummer 3 des 3 Sparkasse der Rennmarathons bei den Damen geht an Sandra Urach im Wald läuft. Super, Sandra Urach. Auf dem zweiten Platz begrüßen wir bei uns auf dem Podest aus Italien, vorherige Siegerin Ivana Iozia. Herzlich willkommen. Ivana, thank you very much. Und auf dem ersten Platz die schnellste Frau des heutigen Tages mit einer Siegerzeit von 2 Stunden 40. Applaus für Brenda Kibea. Super, Brenda. Was ist los auf der Bühne? Können wir einen Applaus haben für unsere drei Damen? Die drei schnellsten Damen heute hier beim Sparkasse bei einem Marathon. Sandra Urach, Ivana Iozia und Siegerin Brenda Kibea. Auch hier gibt es wieder tolle Preise, ein Anfabresen-Paket zu der Tafel. Blumen von Rostmeibel und die Siegerin erhält noch Karten für die Festspiele. Und einen kleinen Topf, kleines Glas von Erdinger. Cheers! Bravo, machen wir vielleicht ein schönes gemeinsames Gruppenfoto. Congratulations! Thank you very much. Machen wir gemeinsam eins. Ja, habe ich mir gedacht. Bevor wir dann zu den Herren der Schöpfung kommen, das sind unsere drei schnellsten Damen nochmals. Brenda Kibea, Ivana Iozia und Sandra Urach.
Vielen Dank, thank you very much. Dankeschön. Kommen wir zu den Herren. Der drittschnellste Herr heute am heutigen Tage. Schaut für den ATSV Linz einen großen Applaus für Isaac Koskay. Isaac Koskay, Platz Nummer 3 für Isaac. Platz Nummer 2 geht an Andrea Strassner, ART Düsseldorf. Andrea Strassner, Platz Nummer 2. Und der Sieger des Sparkasse 3-Länder-Marathon mit einer sensationellen Siegerzeit von 2 Stunden 21:29 heißt Ahmed El Yalal. Congratulations, Ahmed El Yalal. Und auch hier gibt es wieder ein schönes alkoholfreies Erdinger. With no alcohol. Applaus für Ahmed El Yalal, Andrea Strassner und Isaac Koskay. Machen wir ein Gruppenfoto bitte. Wir suchen noch einen Herrn, den Josef Saunel mit der Startnummer. 1080. Josef Saunel, 1080, bitte darum an den Damen beim Vorarlberg Bewegtbogen. Meine Damen und Herren, das waren die Siegerehrungen des Marathons. Jetzt kommen wir noch in Kürze rein in die Siegerehrung der Staatsmeisterschaften, Landesmeisterschaften für die nächsten 2,5 Stunden. So in der Richtung. Der österreichischen Staatsmeisterschaften und präsentieren Ihnen die besten 6 Läuferinnen auf Platz Nummer 6 vom NC Vilnius, Elisabeth Starz. Platz Nummer 6, Elisabeth Starz. Auf dem 5. Platz Andrea Meusburger Kaufmann im Wald läuft's. Mahlzeit, Martin. Also wir warten noch auf Elisabeth Starz, auf Andrea Meusburg-Kaufmann. Platz Nummer 4, Christina Oberndorfer, Elli Inviertel. Schatz, Andrea Meusburg-Kaufmann. Platz 4 geht an Christina Oberndorfer. Platz Nummer 3 geht an Sabine Hofer, LAC Salzburg. Achtung, Vorsicht, Stufe. Platz Nummer 3 Sabine Hofer. Platz Nummer 2 geht an Karin Freitag, LG Decker. Ita, Karin Freitag, Platz Nummer 2. Und kommen wir zur Staatsmeisterin des heutigen Wettbewerbs. Einen großen Applaus, meine Herren, für Staatsmeisterin 2017, Sandra Urach im Wald läuft's.
Riesengroßen Applaus. Da freuen wir uns für die drei besten Damen hier, für Sandra Urach, für Karin Freitag und für Sabine Hofer. Tolle Geschichte. Dann kommen wir in Kürze zu den Staatsmeistern der Herren. Nein, hier machen wir Kanzler. Da freut man sich. Mike, du musst das Foto bereichern. Ja. Wir kommen zu den Herren auf dem sechsten Platz. Gratulieren wir Michael Krall von der LG Plätzer Hofgarten. Michael Krall, Platz Nummer 6. Da kommt er schon hinter. Auf dem fünften Platz Lukas Obersamer, Trummer Dream Team. Auf dem vierten Platz gratulieren wir Thomas Sommer von UAB Athletics. Also wir suchen noch den Lukas Obersamer. Lukas Obersamer, haben wir den Thomas Sommer. Suchen wir noch Thomas Sommer. Platz Nummer 3 geht an. Warte, nur Thomas in dem Fall. Platz Nummer 3, Applaus für Robert Gruber, Koland, Topsport Gahl. Platz Nummer 2 geht an Marco Sosnaric, LTV Köfler. Platz Nummer 2, Markus Sosnaric und Staatsmeister 2017, Applaus für Andris Seid, LCAV Jodel Packaging. Andris Seid. Super Sound mit DJ Lil J alias Benny. Martin Böckle an der Stärkung, super. Das sind die drei Herren im Reich Staatsmeister. Andri Seid, Markus Osterich, Robert Gruber. Applaus! Männermannschaft geht das Platz Nummer 3 in das Hellblau Power Team 1 mit Johannes Pongruber, Harald Schwar und Dragan Savic. Hellblau Power Team Platz Nummer 3. Das ist ja volles Highlight, bitte. Ja. Der Wahnsinn. Platz Nummer 2 geht an SK Rückenwind 1 mit Alexander Hofer, Günter Schneider und Christoph Kluge. Die Tiroler. So, jetzt kommen die Preise. Wo ist da SK Rückenwind 1? Seid ihr das jetzt mal, ja. Platz Nummer 1. Ah, warte mal ganz kurz. Platz Nummer 1, Staatsmeister Männermannschaft. Einen großen Applaus für UAB Athletics 1 mit Robert Raut, Alfred Zungi, Thomas Sommer. Go,
wir wieder uns für unsere Finisher, die nach wie vor zu uns ins Ziel reinkommen. Einen großen Applaus für unsere Finisher im Marathon. Also Gratulation an unsere Männermannschaften. Platz Nummer 1 UAB Athletics 1, Platz Nummer 2 SK Rückenwind und Platz Nummer 3 an das Hellblau Power Team. Ja, unter anderem die Agnes und der Wagner aus Ungarn eingetroffen. From Hungary, welcome. Kurzer Ruf, wir suchen die Lia Silvia zur Chip-Ausgabe. Ein Mann wartet. Noch viele sind draußen, die hereinkommen. Gleich wieder zu dir, Mike. Herzlichen Dank an die drei Männerteams hier. Wir kommen jetzt zu den Damenteams. Florian Hinterberger, der Schweizer, gerade eingetroffen. Sauber, Florian. Ein weiterer Sieger. Platz Nummer 3 bei den Damenmannschaften geht an Im Walter läuft 2 mit Sabine Schönberger, Herr Linde Superintendent und Karin Lacki. Platz Nummer 3 Im Walter läuft. Platz Nummer 2 geht an Elge Decker Inter 1 mit Claudia Lütti, Andrea Knapp und Karin Freitag. Also, wo sind die Damen? Die sind duschen. Ja, ist ja blöd. Also, na, guck mal, der ist natürlich erlaubt. Also, wir suchen nach wie vor im Wald läuft 2, Elge Decker Inter 1. Und wir begrüßen hier bei uns im Ziel Christiane Brabant, Super Christiane, Elge Decker Inter aus Tirol. Platz Nummer 1 geht an Im Wald läuft 1 mit Siglinde Köp, Andrea Meusburg-Kaufmann und Sandra Ura. Die Männer sind der Wahnsinn, jetzt noch volle Meister, oder? Und natürlich Heldlaug, ja, oder die Vorarlberger Fahnen. Bei den Herren hochgehalten und jetzt im Wald. Also Platz Nummer 1 im Wald läuft 1 mit Sandra Urach, mit Andrea Meusburg-Kaufmann und mit Siglinde Köhl. Da gratulieren wir recht herzlich diesen drei bzw. zwei Damenteams und kommen dann gleich weiter in die nächste Kategorie. Denn da liegen noch jede Menge Medaillen auf dem Tisch. Schön. Schön. Du hast das gerne, Mike. Und gut. Danke, Mann. Ist die Stimmung, komm. Ist der Action. Jetzt machst du Stimmung. Ja, können wir mal klatschen für die Damen, die da oben stehen auf der Bühne. Riesen Applaus, Elke Decker, Inter, Bischof Tiroler, bis kurz. Und Ivan Leitz auf der ersten Position. So, vielen herzlichen Dank. Ich warte auf die nächste Kategorie. Sobald ich die habe, machen wir weiter. Welcome Susan Tilley from USA. Ist gerade im Ziel. Martin, wie schaut's aus bei dir? Ja, es ist gerade eine Amerikanerin reingekommen. Und jetzt begrüßen wir Matthew Lloyd, Great Britain. Welcome. Welcome. Und der nächste, da sehen wir schon. Lauter Sieger hier bei uns. So, wer ist da reingekommen? Thomas Marthaler, der Schweizer. Grüezi. In der Tasche, Martin, auf der Seite. Ja,
Hier kommt die Olga. Bravo, Olga. Gewaltig. Darf ich dir das Getränk reichen? Danke, Mann. Denn schaut aus wie ein Flachmann, ist aber Wasser. Er sucht schon Schnaps unterm Schachpardon. Bravo, Harald, der eingetroffen ist. Thorsten! Herzlich willkommen, Thorsten, hier bei uns im Ziel. Marathon beendet. Thorsten!